Ja. Damit hat einen Plan, um Bamwef aus den inneren Quartieren zu treiben und nach draußen zu locken, weit weg von seinen Wachen. Ich habe den Weg für die Captain-Quartiere. Ich merke allerdings nicht, dass da was wirklich passiert. I'm here. Certainly. Of course. I'm here at once. Nicht wirklich. Ne, die ist immer noch da. Vielleicht Gebiet einmal verlassen, einmal neu betreten. Okay, die Schmiede ist leer. Ja, irgendwie klappt das mit dem Signal nicht so. What do you need? I don't see why not. Na gut, wenn die Wachen bei ihm oben genauso schlecht sind wie die Wachen in seinem Kerker, beziehungsweise bei seinem Schiff, dann gehen wir einfach zum Befehlszelt hoch. And quiet. Ein sässiger Wind bläst gegen das Fenster. Try my best. There you go. No, I cannot do that. So. Bamwef und ein Schläger. Zauberklinge und ein Schurke.
Just a moment, please. Hope that helped. Gewährt Luftsprung. Barbaren können ihre Reserven an Spielhütte mehr Macht anzapfen, um hoch in die Luft zu springen und auf ihre Gegner herabzustürzen. Die dadurch benommen werden, okay. Nuschein liegen inmitten der Asche zu Fuß dieses warmen Feuers verstreut. Also ja, ich mach mal einen Quicksave. Indeed. Da Benwef ja scheinbar keine Lust hat. Der Captain wirft den Kopf zurück und gießt sich den Inhalt einer Flasche mit einer trübengrünen Farbe hinunter die Binde. Als er dich erblickt, wirft er die Flasche gegen die Wand, sie zerbricht und die Scherben landen auf dem eleganten Teppich. Do I know you? Kennen wir uns? Mit einem zornigen Gesichtsausdruck greift er sich den Nacken. You wouldn't be the first I've pissed off and forgotten. Nun, du wärst nicht der Erste, den ich zuerst beleidigt und dann vergessen habe. Ein kräftiger Schlag gegen deine Schläfe könnte dem Gedächtnis auf die Sprünge helfen. Du hast versucht, dich mitsamt deinem Schiff zu ergeben, mitten in einem ganz fürchterlichen Sturm. Nun ist etwas passiert, vermute ich. Wirklich, du erinnerst dich nicht einmal an mich. Nennen wir die zwei. Oh, that does sound familiar. Habe ich das? Ja, das kommt mir irgendwie bekannt vor. I believe I promised to make your friend into trues. Ich glaube, ich hatte versprochen, deine Freundin in Hosen zu verwandeln. Ah, right. You're that sloop captain what got caught in the storms. I take it you did a number on my crew. Ei, oh stimmt ja, du bist doch der Captain dieser Schaluppe, die die Stürme voll erwischt haben. Ich vermute, du hast meine Mannschaft ausgetrickst. Figures. I should have stayed to kill you myself. Looks like I'll have to remedy that now. Das ist doch mal wieder typisch. Ich hätte bleiben und dich selbst umbringen sollen, um dich selbst umzubringen. Anscheinend müssen wir dieses kleine Versäumnis meinerseits jetzt wieder in Ordnung bringen. What you hope to accomplish coming around here? Was hast du denn gehofft, damit zu erreichen, dass du hierher kommst? You do realize we're standing in the most well-guarded spot in all of Deadlight. Dir ist doch offensichtlich klar, dass wir uns gerade an dem Ort befinden, der im ganzen Todesfall am besten bewacht ist. Ich habe es ohne Probleme hierher geschafft. Ich bin gekommen, um dich umzubringen. Vielleicht wollte ich mich einfach nur unterhalten. Ich habe es ohne Probleme hierher geschafft. Well, aren't you so very skilled and brave? I suppose I ought to begrudge you my respect now. Sieh mal einer an, wie fähig und mutig du bist. Dafür soll ich dir jetzt wohl wieder wie ich Respekt zollen. Er neigt den Kopf is zur Seite. That what you thought I'd say? Ist das, wovor du vermutest, dass ich es sagen you würde? You can fight me if you like, but you won't be leaving this fort alive. Du darfst gerne mit mir kämpfen, wenn du unbedingt darauf bestehst. Allerdings wirst du dieses Fort nicht lebend verlassen. Halt die Klappe und denk mal kurz nach. Jemand wie mich willst du unbedingt an deiner Seite haben. Ich bin bereit, dir einen Handel vorzuschlagen. Vorante schmiedet Pläne, dich zu beseitigen. Dein unkontrolliertes Verhalten gefährdet den anhaltenden Reichtum der Prinzipi. Immer an die Kehle gehen. Nehmen wir mal die drei. Well, of course he is. He's a goddamn pirate, ain't he? He knows how to recognize a threat to his survival. Na, natürlich ist er das. Er ist ein gottverdammter Pirat. Götterverdammter Pirat, oder etwa nicht? Also weiß er genau, wann etwas sein Überleben bedroht. Dein unkontrolliertes Verhalten gefährdet den anhaltenden Reichtum der Prinzipi. You sound like Ferrante's parrot. Du klingst wie Ferrantes Papagei, ja, schnapp. Right up till I stick you through the gullet. Kriegt sie ruhig weiter, sage, bis ich dir ein Messer durch die Kehle jage. We'll be fighting to the death now. Wir werden jetzt miteinander kämpfen bis zum Tode. Er schenkt dir ein Lächeln des Wahnsinns und zieht seine Pistole. Ja! Das Problem ist, sie können echt nichts. Vor allem Benwef nicht. Benwef ist nur, nämlich nur ein Klugscheißer, der jetzt gleich tot ist, wenn Palegina ihn umhaut. Erfolg freigeschaltet. Verhalten unangemessen. Schieße die Mann über Bord-Quest ab. Yay. Mann über Bord. Ja. Durch meinen Sieg über Benwef habe ich die Piraten des Todesfalls beeindruckt. Captain Ferrante, der auf der Insel Stauholz wohnt, wird erfreut sein, vom Tod des lästigen Piraten zu hören. Na,
Tja. Yes? Zauberbuch. If you insist. Ich hoffe, Forante hat wenigstens... Da kannst du dich freuen, Seraphin. Leder des Schurken. Das klingt nach was für Hagrim. Außergewöhnliche Rüstung ist gut. Minus 10 Erholungszeit, 10 Reflexe. Das ist eine sehr gute Sache. Guter Säbel, den braucht Edda nicht unbedingt. Der hat nämlich Minas Schicksal. Gegenwift, Pilzgalle, können wir alles mal einsacken. Farbige Steckdose markieren verschiedene Schiffsrouten und Hafen auf dieser Karte. So, Seraphim kriegt das. Ich ziehe das an. Was nicht schlecht aussieht. Wie kann ich dich verbessern? Glück. 5% Chance, Angriffe zu ignorieren. Brustschutz. Minus 10% Schaden durch kritische Treffer und Nierenschutz. 10% erlittener Schaden von absetzenden und flankierenden Angriffen. Cool. 5% Chance, Angriffe zu ignorieren. Das wäre auch nicht schlecht. Und natürlich legendär. Also ja, das ist eine gute Rüstung. I'm here. I'd be glad to. Mal gucken, komme ich durch den da durch, ohne... Oh. Weil das hier sieht nach einer Wand aus, die man hätte herunterlassen können. Dumm-di-dumm-di-dumm. Okay, absolutely. Können wir jetzt zum Hof zurück? Und durch den Keller wieder raus. Ja, das mit dem Glockenläuten hat irgendwie nicht geklappt. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt nach dem Untergrundhafen gucke. Ist das Schiff weg? Ja. Of course. Der Frachtraum ist leer. Da ist doch gar nichts mehr. Also ja, die Drake ist ausgelaufen. Das heißt, wir haben unsere Aufgabe auf Todeslicht erledigt. Oi. If you be having a tick, Cam, I'll be thinking it, if I be dragging you into these depths, you deserve the full sounding. Ja, also Palegina und Alof sind schon mal durch die Pflichtbewusstsein von Seraphin erstaunt. Wenn du einen Tick hast, Captain, ich denke, wenn ich dich in diese Tiefen mit hineinziehe, verdienst du die Vollgeschichte.